Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste des Tübinger Bücherfestes, liebe Freunde des Buches und des Lesens und der Kunst. Seien Sie willkommen zu unserer Lesung, mit der wir an eine mutige Frau erinnern wollen. Mit den Einblicken in das zurückliegende, ganz und gar nicht einfache Leben der Architektin Carola Bloch wollen wir, durchaus dialektisch, zur Ermutigung im Heute beitragen. Der neue Doppelband, denn ohne Arbeit kann man nicht leben, die Architektin Carola Bloch, stellt eine Wiederentdeckung und zugleich in hohem Maße eine informationsreiche Neuentdeckung des Lebensweges und des Lebenswerkes von Carola Bloch dar. Der Stadtplaner Roland Behr und die Architektin Claudia Lenz spüren darin, fachlich neugierig, den beruflichen Werdegang der Architektin, Hitlergegnerin, SED-Kritikerin, Sozialistin, Anhängerin von Solidarność und Charta 77, Vorkämpferin von Gleichberechtigung nach. Sie lassen die leidenschaftliche Anhängerin des neuen Bauens und der Architektur Moderne auf vielfältige Weise in das Scheinwerferlicht treten. Respektvoll und zugleich kritisch zeichnen sie das Werk nach, das die schöpferisch arbeitende Frau in der Baukunst, insbesondere in ihrer Leipziger Zeit, hinterlassen hat. Carola Bloch wurde 1905 in Polen in eine jüdische Familie geboren, erlebte als 12-Jährige die revolutionären Umwälzungen in Moskau, ging in Lodz und Berlin zur Schule und Ausbildung, studierte in Wien, Berlin und Zürich Architektur. Floh mit ihrem Mann Ernst Bloch ins Exil. Sie lebte in Zürich, Wien, Paris, Prag, New York, Boston. Ende der 40er Jahre wechselten Carola und Ernst Bloch mit ihrem Sohn Jan nach Leipzig. In der Hoffnung auf ein besseres Deutschland, was dann aber enttäuscht wurde. 1961 blieben sie anlässlich des Mauerbaus im Westen und ließen sich in Tübingen nieder. Carola Bloch lebte 33 Jahre bis zu ihrem Tod am 31. Juli 1994 in Tübingen. Carola Bloch hat zu ihren Lebzeiten die Rechte an ihren Schriften, Texten und Werken an den Thalhammer Verlag übertragen. Wir sehen uns in der Verpflichtung, die Erinnerung an ihr Wirken wachzuhalten. Seit 1986 haben wir 12 Titel in 14 Bänden von und über Carola Bloch ediert. Dabei gehört es auch zu unserem Handeln, dass wir frauenfeindliche Äußerungen von selbstherrlichen Männern zurückweisen, die ihr noch posthum die Fähigkeit zum selbstständigen Denken absprechen wollen. Wie vor nicht langer Zeit hier in Tübingen geschehen. Wer wie wir Carola Bloch in den letzten 15 Jahren ihres Lebens begleiten durfte, spürte ihre starke emanzipatorische Grundhaltung. Sie konnte und wollte Unrecht nicht hinnehmen. Als ihr Mann noch Stalin verteidigte, setzte sie sich für Menschen ein, die vor Stalin auf der Flucht waren. Auch in ihrer Tübinger Zeit trat sie für politische Häftlinge in Chile und in der Türkei, in Prag und in Warschau ein. In Erinnerung an die aufrechte Haltung Carola Blochs widmen wir deshalb unsere heutige Lesung vier Frauen, die im Iran aus politischen Gründen im Gefängnis sind. Anlässlich der einjährigen Wiederkehr des Todes von Mahsa Amini veröffentlichte die französische Tageszeitung Le Monde vier schriftliche Briefe von inhaftierten Aktivistinnen der iranischen Bewegung. Die Bewegung trägt den Namen Frauen, Leben, Freiheit. Es handelt sich um die 54-jährige Journalistin und Gegnerin der Todesstrafe Narges Mohammadi, um die 28-jährige Journalistin und Klimaschützerin Sepideh Golyan, um die 37-jährige Ökologin Niloufar Bayani, um die 43-jährige Schriftstellerin Golrokh Iraye. Alle vier Texte wurden heimlich in der Nacht des Teheraner Evin-Gefängnisses geschrieben und auf ebenso heimlichen Wege unter großen Gefahren von vielen Botinnen und Boten
nach Paris gebracht. Diese vier Frauen klagen das Mullah-Regime unerbittlich an, benennen Folter, Ermordung und Misshandlungen. Sie schreiben Namen ihrer Mitgefangenen, um diesen eine Stimme zu geben. Unerschrocken und mit großem Mut rechnen sie politisch mit dem Regime ab und unterzeichnen ihre Texte mit ihrem persönlichen Namen. Unsere heutige Lesung findet an einem künstlerischen Ort statt, der eng mit dem Werk der Malerin Ruth Eitle verbunden ist. Ruth Eitle und Carola Bloch waren befreundet. Unsere gemeinsamen Erinnerungsarbeiten erlauben eine Begegnung beider Frauen in Worten. Ein bislang unveröffentlichter Brief Carola Blochs an ihre Freundin Ruth Eitle kann heute erstmals verlesen werden. Dafür danken wir Susanne Nitsche, der Tochter Ruth Eitles. Beginnen wir nun mit unserer Lesung. Der Titel des Buches von Roland Beer und Claudia Lenz über die Architektin Carola Bloch, denn ohne Arbeit kann man nicht leben, rührt von einem Zitat aus dem Briefwechsel Carola Blochs mit der Göttinger Architektin Lucy Hillebrand. Diese Aussage Carola Blochs zeigt sehr gut, dass die Arbeit als Architektin ein zentraler und identitätsstiftender Teil ihres Lebens war. Sie war durch und durch Architektin. Auch wenn ihr das Leben immer wieder Steine in den Weg legte oder sie manchmal andere Prioritäten setzen musste, Architektur war ihre große Leidenschaft. Sie war glücklich, Architektin zu sein. Das Buch, der Doppelband, setzt diesen wichtigen Aspekt in Carola Blochs Leben in den Mittelpunkt. Ausgangspunkt ist dabei die Autobiografie Aus meinem Leben. Die vielen Textpassagen darin, die sich direkt oder auch nur am Rande mit ihrer Ausbildung und ihrer Arbeit als Architektin befassen, ergeben zusammengenommen ein aussagekräftiges Bild über ihre Selbstwahrnehmung und ihre eigene Verortung in der Architekturszene ihrer Zeit. Die in der Autobiografie erwähnten Namen, Orte und Ereignisse waren aber vor allem die Grundlage für weitere, tiefere Recherchen. Die Suche in Archiven, Bibliotheken und Briefwechseln im In- und Ausland half, die Aussagen in Carola Blochs Selbstzeugnis an vielen Stellen sehr zu erweitern. So konnte ihr Studium sowie ihre Arbeit im Exil gut ausgeleuchtet werden. Ein weiterer großer Schwerpunkt des Buches liegt auf Carola Blochs Tun in ihrer Leipziger Zeit, wo sie einige Jahre als freie Mitarbeiterin der Deutschen Bauakademie in Berlin die architektonischen Entwicklungen in der DDR mitgestaltet hat. Roland Beer und Claudia Lenz sind selbst planerisch tätige Menschen, Stadtplaner und Architektin. Sie müssen sich in ihrem Beruf jeden Tag aufs Neue damit auseinandersetzen, was ihr Tun für die zukünftigen Nutzerinnen und Nutzer bedeutet, was guter Raum ist und vieles mehr. Auch Carola Bloch musste sich in diesen Fragen stellen und immer wieder ihre Haltung als Architektin hinterfragen und nachjustieren. Aus ihrer Autobiografie und den vielen anderen Quellen lassen sich die Wesenszüge und Ansichten herauslesen, von denen sie sich bei ihrem architektonischen Tun leiten ließ. Sie hatte klare ästhetische Vorstellungen und arbeitete immer sehr detailliert an der funktionellen Qualität ihrer Entwürfe. Aber sie behielt dabei immer die Menschen, die die Gebäude nutzen sollten, fest im Blick. Sie arbeitete nie von oben herab, sondern setzte sich immer mit den Wünschen und Bedürfnissen der Menschen auseinander. Ihr war das jeweilige Projekt wichtig, nicht ihre persönliche Eitelkeit. "Du machst zu meiner Theorie die Praxis", sagte Ernst Bloch einst zu Carola Bloch. Und auch wenn er damit die geheimdienstlichen Aktivitäten meinte, die Carola Bloch für die Kommunistische Partei im Kampf gegen den Nationalsozialismus unternahm, zeigte sich darin, dass Carola Bloch eine Frau der Tat war, dass sie konkret tätig sein wollte. Ernst Bloch wollte damit nicht das Handeln Carola Blochs von seinem eigenen Werk ableiten, im Gegenteil.
Er unterstrich die Selbstständigkeit und Autonomie Carola Blochs. Diese unabhängige Haltung begleitete Carola Bloch ihr gesamtes Leben. Bereits als junge Frau wusste sie genau, was sie wollte und wie sich ihr Leben vorstellte. Jetzt liest Irene. Statt Abitur zu machen, folgte Carola Bloch ihren Neigungen und Wünschen. Insbesondere schöpferisch tätig zu sein, erschien ihr sehr erstrebenswert. Sie schrieb selber: Mir sträubte sich schon sehr früh in mir alles, so ein Leben, so eine vorgeschriebene Marschroute des Lebens zu gehen. Ich habe mir viel eher vorgestellt, dass eine Frau, und das ist vielleicht das emanzipatorische Element in meinem Wesen, dass eine Frau beruflich tätig sein soll und überhaupt irgendwie ihre schöpferischen Veranlagungen entwickeln soll. Ich habe immer diesen Typ der Frau, die nur an eine Ehe und Kinder denkt und so, da war in mir eine bestimmte Verachtung für diesen Typus der Frau. Und ich verehrte immer solche Frauen, die selbstständig waren und schöpferisch waren. Aber natürlich, nicht jeder Mensch ist schöpferisch. Daher ging Carola Bloch nicht wieder auf eine allgemeinbildende Schule zurück. Da ich, sagt Carola Bloch, sowieso einen künstlerischen Beruf ergreifen wollte, entschied ich mich für die Kunstgewerbeschule Reimann, von wo ich später auf die Hochschule für Bildende Künste am Steinplatz in Berlin überwechseln wollte. Carola Bloch schlug hier einen Weg ein, der zu dieser Zeit nicht unüblich war. Bezeichnenderweise waren es häufig Frauen aus dem jüdischen Bürgertum, die in diesen Jahren die ersten waren, die versuchten, ein selbstständiges, emanzipiertes Leben zu führen, wohingegen im Allgemeinen die Stellung der Frau noch weitgehend als die der Hausfrau und Mutter verstanden wurde, die finanziell von ihrem Mann abhängig war. Insbesondere der Bereich des Kunstgewerbes war damals eine der wenigen Möglichkeiten, die Frauen ein professionelles Betätigungsfeld bot. Auch war eine künstlerische Ausbildung aufgrund des Umstandes, dass die Akademien noch weitgehend die Aufnahme von Frauen verweigerten, weitgehend auf die Kunstgewerbeschule beschränkt. Die Texte, die Roland Behr und Irene Scherer lesen, stammen aus dem Doppelband. Carola Bloch besuchte die Reimann-Schule, eine private Kunstgewerbeschule in Berlin, nur kurz. Ab dem Wintersemester 1923/24 wechselte sie auf die Vereinigten Staatsschulen für freie und angewandte Kunst. Doch auf Dauer genügte das Kunstgewerbe ihrem Gestaltungsdrang nicht. Sie wollte einen, wie sie selbst sagte, richtigen Beruf lernen. So interessant und abwechslungsreich das Leben in Berlin für Carola Bloch war, so merkte sie doch, dass ihr etwas fehlte. Sie beschrieb es so: Aber ich persönlich lebte nicht meinen Intentionen entsprechend. Ich hatte keinen Beruf. Das Kunstgewerbe befriedigte mich nicht. Ich sehnte mich nach dem Studium der Architektur, nach Arbeit. Jetzt stellte sich nur noch die Frage, wo sie ihr Architekturstudium aufnehmen sollte. Sie berichtete: Da Berlin zu viel Ablenkung bedeutete, ging ich nach Wien, um mich ganz der Arbeit widmen zu können. Aber nicht nur das Kultur- und Nachtleben Berlins erachtete sie als ablenkend, auch die Beziehung zu Ernst Bloch schien ihr in diesem Moment ein Hindernis auf ihrem Weg zu sein. Wie sie sagt: So groß meine Liebe und Bewunderung für Ernst waren, die Beziehung konnte mein aktives Wesen nicht ganz ausfüllen. Deshalb beschloss ich, mich von ihm zu trennen, das Abitur nachzuholen und dann Architektur zu studieren. Ende 1928 ging sie nach Wien, holte dort zuerst ihr Abitur nach und begann dann zum Wintersemester 1929/30 an der Technischen Hochschule Wien mit ihrem Architekturstudium. Auch ihre Beziehung mit Ernst Bloch nahm sie in Wien wieder auf. Anfang 1931 wechselte sie dann an die Technische Hochschule Berlin-Charlottenburg. Dies war die wichtigste Phase ihres Studiums. Insbesondere die beiden Professoren Hans Pölzig und Bruno Taut beeinflussten sie sehr. Carola Bloch war es in ihrer späteren Arbeit als Architektin immer wichtig, mit allen an der Planung und am Bau Beteiligten konstruktiv zusammenzuarbeiten
und auch zukünftige Nutzerinnen und Nutzer in die Planungen einzubeziehen. Ihre Lehrer an der TH Berlin trugen zur Herausbildung dieser Haltung sicher bei. Konkret und praktisch kam sie mit Aspekten integrativer und partizipativer Planungsprozesse wahrscheinlich das erste Mal im Taut-Seminar in Berührung. Bruno Taut entwickelte neue Formen der Gemeinschaftsarbeit bis zu regelmäßigen Sitzungen in und mit der gemeinnützigen Heimstätten-Aktiengesellschaft in Berlin, um kritisch und selbstkritisch Wünsche und Vorschläge gegenwärtiger und künftiger Bewohner seiner Bauten entgegenzunehmen. Damals formulierte er, Architektur werde zur Kunst, wenn sich in ihren Formen eine harmonische Zusammenarbeit ausdrückt. Diese verwirklicht er auch in seiner Arbeit als Lehrer an der Technischen Hochschule Berlin-Charlottenburg. Und auch Pölzig stellte den Mensch in den Mittelpunkt seiner Überlegungen. Kurt Liebknecht, einer seiner Schüler, erinnert sich beispielsweise an Pölzigs Haltung so: Architekt sein heißt nicht Fachmann, nicht Spezialist, sondern Mensch, Kämpfer sein für alles Menschliche. Carola Bloch war mit ihrem Studium an einer technischen Hochschule Teil einer neuen Entwicklung. So wurden beispielsweise in Wien Frauen erst seit 1919 zum Studium zugelassen. An den technischen Hochschulen war daher der Frauenanteil sehr gering. Carola Bloch schätzt, dass in ihrem Semester immerhin etwa 10% der Studierenden Mädchen waren. Es ist folglich kein Wunder, dass es damals eigentlich nur für Frauen aus bürgerlichen und vermögenden Familien möglich war, zu studieren. Und war es für diese Frauen schwierig genug? War es für Proletarierinnen aus finanziellen und lebensweltlichen Gründen quasi unmöglich? Carola war sich dieser Privilegien sehr bewusst. Deshalb und natürlich auch aus ihrem inneren schöpferischen Antrieb nahm sie ihr Studium sehr ernst. Ein Brief von Ernst Bloch an sie aus dem Februar 1933 unterstreicht dies. Ernst Bloch schreibt: Unterdessen ist ja auch sonst allerlei Unruhiges vorgefallen. Liebes Kulmchen, zentral ist und bleibt dein völlig zu Ende geführtes Studium. Daher rate ich dir, dich für das Sommersemester an einer süddeutschen technischen Hochschule zu immatrikulieren, in Darmstadt oder Stuttgart, die du doch beide als für Architektur vorzüglich rühmst. Ich schlage dir nochmals dringend Süddeutschland vor. Tue ja keinen abstrakten Heroismus. Hier wollen wir uns wiedersehen. In der furchtbaren Luft oben kann man nicht lernen und arbeiten. Studieren, Kulmchen, und Examen an der Technischen Hochschule kannst du hier unten besser. Und das allein ist dir jetzt wichtig. Du bist in erster Linie jetzt Studentin und Architektin. Du darfst da nicht herauskommen. Dieses Zitat zeigt sehr gut die Haltung Ernst Blochs zum Studium Carola Blochs. Er unterstützte sie und war sich bewusst, dass Carola Bloch ihren eigenen Weg gehen wollte und musste. Dass Carola Bloch eigenständig dachte und eigenständige Pläne hatte, hatte sie ihm bereits nach ihrer vorübergehenden Trennung und der darauffolgenden Wiederernährung 1929 klargemacht. Das Zitat zeigt aber auch, wie zentral das Architekturstudium in dieser Zeit für Carola Bloch war. Wegen der Machtübergabe an die Nationalsozialisten konnte Carola Bloch ihr inspirierendes Studium in Berlin nicht vollenden. Sie wich 1933 an die ETH Zürich aus, wo sie 1934 ihr Studium als Diplomarchitektin abschloss. Nach dem Ende des Studiums führten die politischen Entwicklungen dazu, dass die Blochs an verschiedenen Orten in Europa Exil suchen mussten. In Wien, Paris und Prag. Anfangs absolvierte Carola Bloch unbezahlte Praktika, zuerst in Wien bei Jacques Grouac, einem Architekten und Bauingenieur der Moderne, dann in Paris bei Auguste Perret, einem maßgeblichen Wegbereiter der Architekturmoderne und ein Meister des Eisenbetonbaus. Diese Zeit hatte Carola Bloch in sehr guter Erinnerung. In Prag konnte sie sich dann selbstständig machen.
Zusammen mit der Bauhäuslerin, Malerin, Designerin und Architektin Friedel Dicker-Brandeis, die übrigens auch in Mössingen für die damalige Löwensteinschen Pausa arbeitete, und der Innenarchitektin Margarete Bauer-Fröhlich übernahm sie architektonische und innenarchitektonische Entwürfe. Die Arbeit als freischaffende Architektin hat Carola Bloch gut gefallen. Es war auch schön, sein eigener Herr zu sein, sagte sie einmal. Leider ist kaum bekannt, an welchen Projekten Friedel Dicker, Margarete Bauer-Fröhlich und Carola Bloch in Prag arbeiteten. Friedel Dicker hatte neben der Architektur unter anderem auch grafische Aufträge. Sonst ging es wohl hauptsächlich um Wohnungsumbauten, innenarchitektonische Aufträge und Möbeldesign. Carola Bloch erinnerte sich an einen großen Auftrag für wohlhabende Prager, die, Zitat Carola Bloch, zwei Kinder hatten und noch mehrere haben wollten. Sie wünschten, ein geräumiges Sommerhaus in der Tatra zu bauen, wo sie länger, also auch in den kühlen Jahreszeiten, wohnen wollten. Das große Kinderzimmer bekam eine Bühne, die vorne Türen hatte. In der Bühne selbst sollten die Spielsachen untergebracht werden. Der Raum selbst wäre dann frei für Eisenbahn und anderes sperriges Spielzeug. Auf der Bühne sollte es ein Marionettentheater geben und es konnte auch getanzt, geturnt oder Theater aufgeführt werden. Die Pläne waren fertig, aber das Haus konnte nicht gebaut werden. Grund dafür war, dass die Bauherren 1938 emigrierten, um dem immer weiter expandierenden Deutschen Reich zu entkommen. Auch die Blochs mussten weiter fliehen. Sie verließen Europa und siedelten nach den USA über. Dort wurde Carola Blochs Beruf als Architektin für die Familie Bloch existenziell. Carola Bloch sollte während des gesamten Exils in den USA die Hauptverdienerin der Familie sein, denn sie hatte einen richtigen Beruf und die Bereitschaft, wenn nötig, auch außerhalb ihres Berufes zu arbeiten. Ernst Bloch erhielt von Hilfsorganisationen und von Freunden ab und an Unterstützung, aber eine richtige Anstellung konnte er nicht finden. Und so schrieb Ernst Bloch in den USA weiter an seinen Büchern, auch an seinem Hauptwerk, das Prinzip Hoffnung. Carola Bloch hielt ihm dafür den Rücken frei, indem sie arbeiten ging und dazu auch meist die Organisation des täglichen Lebens stemmte. Denn Ernst Bloch war in praktischen Dingen wohl nicht sehr, wie Carola sagte, begabt. Carola Bloch schreibt beispielsweise am 5. April 1948 einen Brief an Hanna Budziszewski über die Probleme beim Kleiderkauf für ihren Ehemann, der seine Kleidergrößen nicht wisse, um zu enden. Aber so ist es halt, wenn man mit deutschen Philosophen im praktischen Leben zu tun hat. Die gesamte Situation war für Carola Bloch sehr belastend, da die meiste Verantwortung für das Überleben der Familie an ihr hängen blieb. Einerseits war sie sich zwar bewusst, dass sie mit dem ihrer Ansicht nach wichtigen philosophischen Werk Ernst Blochs ans Licht geholfen hat, wenn sie schreibt: Ich war glücklich, dass ich gleichsam sein Mäzen sein ihm den Weg für seine Arbeit ebnen konnte. Andererseits war es für sie aber auch nicht leicht, sich in einem fremden Land zurechtzufinden, in ihrem Beruf neue Fachbegriffe, Maßsysteme, Methoden zu lernen und in der schwierigen wirtschaftlichen Lage überhaupt Arbeit zu finden. Dazu bereitete ihr ein ständiger Kummer und Sorge, dass sie nicht immer ausreichend für ihren Sohn Jan da sein konnte. All diese Anforderungen an Carola Bloch führten wohl auch zu ernsthaften Spannungen zwischen den Eheleuten. Beispielsweise im Jahre 1946. Ernst Bloch schreibt am 1. Mai 1946 an Wieland Herzfelde: Carola wurde gekündigt, weil in Architektur bis auf Weiteres nichts zu tun ist. Versuche, eine neue Stellung zu bekommen, dementsprechend erfolglos. Die Lebensangst Carolas, dementsprechend ihre Nervosität und ihre Beziehungslosigkeit zu mir und dem, was damit zusammenhängt, haben den höchsten Grad erreicht. Ich muss mich bemühen, eine Kurzschlusshandlung zu verhindern. Letztendlich verständigten sich die beiden aber wieder, auch mit Hilfe ihrer Freunde.
So dankte Carola Bloch am 18. August 1946 Wieland Herzfelde brieflich. Wieland, lieber, du weißt gar nicht, wie sehr viel mir dein letzter Besuch bei uns gegeben hat. Es war ein Finden von dir. Ich habe dich nie so gesehen. Ich meine, in der mir lieben und verehrungswürdigen Form. Und es war eine längst fällige, unerträglich lastende Aussprache über Ernst, die den Stein ins Rollen brachte und, wie ich glaube, zu einem Rollen in ein besseres Morgen. Ich hatte von Ernst einen sehr langen und sehr schönen Brief. Er hat vieles krankhaft Übertriebene, das in mir gärte und wuchs, gelindert, wenn nicht behoben. Wir hoffen im Herbst ein neues Leben anzufangen, mit Vertrauen und Freundschaft, vor allem Vertrauen, das ich so schrecklich verloren habe. Es ist sehr schwer heute zu sagen, ob unsere Absichten glücken werden. Aber wir haben beide den ganz großen Wunsch danach und den sehr guten Willen. Und wenn das glückt, so hast du, Wieland, viel dazu beigetragen. Dieser Brief, Carola Blochs, deutet darauf hin, dass es in dieser Krise nicht nur um allgemeine Lebensangst, wie Ernst Bloch es nennt, gegangen sein kann. Dass Carola Bloch das Vertrauen in die Beziehung verloren hatte, deutet auch auf persönliche Verwerfungen innerhalb der Ehe hin. Was genau vorgefallen ist, lässt sich aber nicht sagen. In den USA bemühte sich Carola Bloch ständig um Anstellungen und Aufträge als Architektin. So arbeitete sie in New York am Bau eines Hochhauses mit und fertigte in Boston für verschiedene Büros Entwürfe und Werkzeichnungen für Fabrikanlagen, Krankenhäuser, Schulen, Wohnhäuser, Verwaltungs- und Universitätsgebäude an. Besonders stolz war sie auf ihre Privataufträge. So entwarf sie in den letzten Jahren in den USA für Freunde in Boston Wohn- und Ferienhäuser und sogar einen Speiseeispavillon. Einen besonderen Platz in ihrem Herzen hatte aber immer das Ferienhaus für den Germanistikprofessor Harry Slochauer in Andover, New Jersey, das sie 1939 plante und baute. Carola Bloch stürzte sich mit Eifer in das Projekt. Es sollte ein Bau werden, auf den sie ihr Leben lang stolz sein sollte, weil es ihr erstes Projekt war, das sie ganz alleine übernahm, weil sie nach ihren eigenen Vorstellungen und modern bauen konnte, weil sie die vielen Schwierigkeiten, die während des Baus auf sie zukamen, überwinden konnte und weil es in der Fachöffentlichkeit nach der Fertigstellung gelobt wurde. In ihrer Herangehensweise zeigt sich zudem, was sie bei Taut und Pölzig gelernt hatte. Der Mensch steht im Mittelpunkt der Planung. Carola Bloch beschreibt es so: Ich nahm mir vor, ihm ein besonders schönes Haus zu bauen. Sobald das Grundstück vermessen war, machte ich die ersten Skizzen. Das Gelände war abschüssig, was reizvolle Baumöglichkeiten bot. Bevor ich zu zeichnen anfing, hatte ich den Bauherrn psychologisch durchleuchtet, mir seine Wünsche eingeprägt und schon im ersten Entwurf berücksichtigt. So zum Beispiel, dass er gerne Ping-Pong spielte, Platz für Bücher brauchte, einen Kamin im Wohnzimmer haben wollte und anderes. Herr Slochauer war mit meiner ersten Skizze sehr zufrieden und ich konnte mit den Bauplänen beginnen. Wie wichtig ihre Arbeit als Architektin auch in den USA war, zeigte sich in den Jahren 1940-41, in denen die Blochs auf Einladung der wohlhabenden Witwe Justin Francis Kershaw auf einem Landgut in New Hampshire leben konnten. Dort konnte sich Carola Bloch auch einmal ausruhen. Aber schließlich brannte ihr, und jetzt ein Zitat, im stillen Marywood der Boden unter den Füßen. Sie hatte genug vom Hausfrauendasein. Sie sagt, aber ich hatte auch mein Eigenleben, geprägt durch Beruf und Politik. Ihre innere Unruhe und ihr Wunsch, schöpferisch und gesellschaftlich tätig zu sein, nahmen wieder zu. Ernst Bloch wäre gerne in Marywood geblieben, da dort die Arbeitsbedingungen für ihn ideal waren. Aber er sah auch ein, dass es so nicht weitergehen konnte und dass sie wieder in eine Stadt ziehen mussten, um Carola Blochs Eigenleben gerecht zu werden. Leicht fiel Carola Bloch der Abschied von Marywood dennoch nicht,
war es doch auch über weite Strecken eine unbeschwerte Zeit gewesen, insbesondere für Jan und Ernst Bloch. Aber für sie bedeutete es eben auch Stillstand und Stillhalten, was ihrem Wesen nicht entsprach. 1949 kehrten die Blochs nach Europa zurück, in die DDR. Auch dort begann sich Carola Bloch zugleich wieder an Arbeit als Architektin umzusehen. Dies stand für sie außer Frage, auch wenn Ernst Bloch als Professor nun sehr gut verdiente. Nebenbei sei bemerkt, dass dies die erste feste Anstellung für Ernst Bloch war, mit 64 Jahren. Zu den Freunden der Blochs gehörte auch Adolf Loh. Der von den Nazis verfolgte Wirtschaftswissenschaftler floh zusammen mit Beatrice Loh, geborene Löwenstein, ins Exil. Beatrice Löwenstein war die Schwester der Gründer der Pausa in Mössingen, Arthur und Felix Löwenstein. Ernst Bloch schreibt an Adolf Loh am 29. Dezember 1949 über Carola Blochs Aktivitäten. Carola genießt das Nichtstun, zu dem sie endlich gekommen ist. Allerdings hat sie aus freien Stücken jetzt mit dem Stadtbeamt Unterhandlungen angefangen, als unheilbare Natura Activa. Es wird eine eigene Stelle für sie geschaffen. Ernst Bloch bezieht sich hier auf die Gespräche, die Carola Bloch mit dem Dezernat Bauwesen der Stadt Leipzig geführt hat. Diese Verhandlungen mit der Stadtverwaltung Leipzig über ihre Mitarbeit sind belegt. Es existiert ein Brief des Stadtbaurates Kurt Brendel an Kurt Liebknecht vom 5. Januar 1950, in dem er schreibt: Ich habe Ihrem Wunsch entsprechend wegen der Mitarbeit der Gattin des Universitätsprofessors Bloch als Architektin in den Entwurfsabteilungen meines Dezernates bereits entsprechende Überlegungen angestellt und Frau Bloch in den nächsten Tagen zunächst zu einer persönlichen Rücksprache mit mir gebeten. Ich nehme an, dass es im Rahmen der unserer Stadt Leipzig gestellten baulichen Aufgaben möglich sein wird, Ihrem Wunsche in absehbarer Zeit zu entsprechen. Ihrer Aussage nach hatte Carola Bloch von sich aus Kontakt zu Kurt Liebknecht aufgenommen. Dieser hatte sich an den Oberbürgermeister der Stadt Leipzig, Max Ernst Opitz, gewandt, um sie in der dortigen Stadtverwaltung unterzubringen. Ihre Mitarbeit in Leipzig kam aber letztendlich nicht zustande. Über die Gründe dafür ist nichts oder noch nichts bekannt. Kurt Liebknecht war ein Architekt und hatte wie Carola Bloch an der TH Berlin studiert. Während des Krieges war er in der Sowjetunion tätig. Danach wurde er einer der führenden Architekten der DDR. Er war von 1951 bis 1961 Präsident der Deutschen Bauakademie in Berlin. Die Bauakademie war die zentrale wissenschaftliche Einrichtung für Architektur und Bauwesen in der DDR. Anfang 1951 begann Carola Bloch als freie Mitarbeiterin an der Deutschen Bauakademie in Berlin. Dort wurde sie in den nächsten Jahren zur führenden Planerin in der DDR für Kindergärten und Kinderheime. Ihre Arbeit beeinflusste den Bau von Kindereinrichtungen bis zum Ende der DDR 1989. Viele noch heute genutzte Kindergärten in Ostdeutschland basieren auf ihren Typenplänen. Carola Bloch war sehr zufrieden damit, dass sie ab 1950/51 wieder als Architektin tätig sein konnte. Die Arbeit in der Kindergartenplanung an der Deutschen Bauakademie machte ihr nach eigener Aussage Spaß. Ihr gefiel der Gedanke, an Plänen gerade für solche Bauten mitzuwirken, sagte sie. Oder in einem Brief an Hannes Meyer vom 21. Oktober 1951, Hannes Meyer war der langjährige Direktor des Bauhauses in Dessau, schrieb sie: Ich bin geradezu selig, dass ich mit dieser Aufgabe betraut wurde, weil sie mir so liegt. Dafür, warum ihr das Entwerfen von Kindergärten so sehr gefallen hat, lassen sich mehrere Gründe denken. Beispielsweise konnte sie mit dieser Bauaufgabe und den dabei geforderten wissenschaftlichen Forschungsmethoden sehr gut an ihre Studienarbeiten im Seminar Bruno Tautz Anfang der 1930er Jahre an der TH Berlin anknüpfen. Nicht nur, dass sie dort das erste Mal einen Kindergarten entworfen hatte, auch das Denken in Typologien und die Optimierung von Grundrissen hat sie dort gelernt.
denn Taut gehörte unter den Architekten den Typologen an. Die Architekturhistorikerin Simone Hein erklärt diese Hinwendung zur Typologie in den 1920er und 30er Jahren so. Im deutschsprachigen Raum überwiegt im neuen Bauen die Arbeit am Grundriss. Bruno Taut hat gesagt, egal wie die Häuser sind, Hauptsache sie machen die Menschen ein bisschen glücklicher. Das ist so eine Pointe, eine Zuspitzung dieser Tendenz, im Grundriss das Glück zu suchen. Diese Haltung Bruno Tauts hat sich auch Carola Bloch zu eigen gemacht. Insbesondere bei der Kindergartenentwicklung in der DDR hat sie typologisch gearbeitet und die Gebäude im Hinblick auf interne Abläufe und sparsame Raumnutzung optimiert. Sie hat die Gebäude von innen heraus entwickelt, an den Bedürfnissen der Nutzerinnen und Nutzer orientiert. Ihr ging es selten um ihre architektonische Selbstdarstellung und Außenwirkung. Ein sehr interessanter Aspekt in Carola Blochs Tätigkeit in der DDR war, dass sie immer als selbstständige Architektin gearbeitet hat. Aufgrund der Verstaatlichung und Kollektivierung in der DDR wurde die Freiberuflichkeit der Bauingenieure und Bauingenieurinnen sowie der Architekten und Architektinnen eingeschränkt. An den meisten Bauaufgaben arbeiteten die Planer und Planerinnen gemeinsam in staatlichen Entwurfsbüros. Carola Bloch musste sich also bei ihrer Arbeit an ein Planungs- und Bauwesen gewöhnen, das völlig anders organisiert war als das, das sie aus den kapitalistischen Ländern kannte. Sie wurde aber trotzdem nie Angestellte eines Entwurfsbüros oder der Deutschen Bauakademie. Sie arbeitete stets nur mit Werk- und Honorarverträgen für die Deutsche Bauakademie. Gleichzeitig beschränkte sich ihre architektonische Entwurfs- und Forschungsarbeit aber auch auf die Deutsche Bauakademie. Andere architektonische Tätigkeiten von ihr in der DDR sind nicht nachzuweisen. Dass sie freie Mitarbeiterin war, begründete sie damit, dass sie in Leipzig lebte und die Deutsche Bauakademie in Berlin war. Vielleicht wollte sie aber auch, wie sie im Juni 1949 Hermann Broch geschrieben hatte, in ihrem Beruf selbstständig arbeiten und nicht als Sklave. Sichtbar wird ihre ungebundene Tätigkeit und ihre freie Rolle auch in den Akten des Bundesarchivs. In ihrer Geschäftskorrespondenz wechseln die Briefköpfe mal ist es die Deutsche Bauakademie, mal Carola Bloch, Architektin Leipzig. Aus den Quellen lässt sich belegen, dass Carola Bloch während ihrer Tätigkeit für die Deutsche Bauakademie die leitende Person im Institut für Gesellschaftsbauten beim Thema Kindergärten und Kinderkrippen war. Sie war auch die einzige Sachbearbeiterin, die durchgehend von 1951 bis 1957 an diesem Thema arbeitete. Bei den ihr zugeordneten Kolleginnen und Kollegen herrschte eine große Fluktuation, und sie arbeiteten jeweils nur temporär an den Themen mit. Neben der Mitarbeit an der Entwicklung der Richtlinien war Carola Bloch Gutachterin, um gebaute Kindereinrichtungen zu bewerten, Jurorin bei Wettbewerben, Übersetzerin von sowjetischen Texten zur Thematik und vor allem auch die federführende Entwerferin für Schema- und Typengrundrisse. Konzeption und Planung nahezu aller Schemaentwürfe der ersten 4 Jahre der Deutschen Bauakademie gehen auf ihre Arbeit zurück und beeinflussen nachhaltig die Entwicklung der Kindereinrichtungen in der gesamten DDR. Oder wie Simone Hein formulierte, im Prinzip muss man sagen, formuliert Carola Bloch in ihren Arbeiten damals das Grundprinzip der später berühmten KIKOs. Der Kinderkombinationen, was die Trennung der Funktionen, die Organisation der Wirtschaft und die Organisation sozusagen des Gruppenlebens der Kinder betrifft. Das bleibt Bestand in der ganzen Geschichte des Kindergartens der DDR. Carola Bloch verschaffte sich in ihrer Arbeit in Fachkreisen Anerkennung. Sie hielt Vorträge zum Thema, schrieb Aufsätze für architektonische Fachliteratur und veröffentlichte als eine der wenigen Frauen Texte über ihre Arbeit und ihre Gedanken in der DDR
Architekturzeitschrift Deutsche Architektur. Und insbesondere nach dem Bau des Kinderwochenheims in der Baumwollspinnerei in Leipzig, ein Pilotprojekt nach ihren Schemaplänen, wurde auch über sie andernorts berichtet. Beispielsweise 1955 in der Zeitschrift Die Frau von heute unter dem Titel Eine Frau baut Kindergarten. Carola Bloch hatte bei ihrer Arbeit als Architektin in der DDR aber auch mit einigen Problemen zu kämpfen. Zum einen konnte sie sich als eine erklärte Vertreterin der Architektur Moderne nicht mit der aus der stalinistischen Sowjetunion vorgegebenen Bauideologie der nationalen Bautradition anfreunden. Diese nationale Bautradition definierte die architektonische Gestaltung der jungen DDR bis weit in die 50er Jahre hinein. Um dem eigenen Anspruch als Träger der deutschen Kultur Ausdruck zu verleihen, sollte an historische Baustile angeknüpft und so die progressive Entwicklung der nationalen Architektur herausgestellt werden. Die moderne Architektur wurde als bourgeois, westlich und kapitalistisch angegriffen. Neben ideologischen Fragen musste sich Carola Bloch aber auch ständig mit der bürokratischen und hierarchischen Mangelwirtschaft der DDR auseinandersetzen. Sie nahm aber kein Blatt vor den Mund und zeigte ihre Meinung und Haltung klar. Besonders gut zeigt dies ein Text aus dem Jahre 1954, den sie im Rahmen ihrer Arbeit an der Bauakademie schrieb. Der Text fasste alle ihre Erfahrungen der Jahre davor zusammen und nahm noch einmal einige Aussagen auf, die sie schon in früheren Publikationen dargelegt hatte. Er ist eine Quintessenz all ihrer Untersuchungen und Bestandsaufnahmen, all ihrer Arbeit an den Plänen, Richtlinien und Baudetails und all ihrer Besprechungen und Arbeitstreffen. Man sieht dem Text an, dass Carola Bloch in ihrer Zeit an der Deutschen Bauakademie viel Recherche zu Vorbildern und in der Fachliteratur leistete, dass sie bei ihren Gutachtungen zu Planungen und gebauten Beispielen immer genau hinsah und vor allem auch, dass sie genau hinhörte, wenn Kindergärtnerinnen vor Ort oder Fachleute aus den Ministerien ihre Sicht auf die Nutzbarkeit von Kindereinrichtungen darlegten. Die Arbeit der Säuglingsschwestern in der Kinderkrippe Adelheidsruhe in Halle beispielsweise scheint in dem Text genauso auf wie die Aussagen von Johannes Schuster vom VEB Gummiwerk Riesa, die kritische architektonische Sicht der österreichischen Architektin Margarete Schütte-Lihotzkis oder auch die medizinische Expertise zur Entwicklung von Kleinkindern von Dr. Eva Schmidt-Kolmer und Dr. Hildegard Markusson. Sogar ihre Lehrer Bruno Taut und Hans Pölzig sind unterschwellig wahrzunehmen. In diesem Text zeigte Carola Bloch, wie sie sich als Architektin begriff und was sie für ihre Aufgabe hielt. Auch wenn dieses Schriftstück nur zur internen Verwendung im Bauwesen der DDR gedacht gewesen ist, kann es trotzdem als ein grundsätzliches Manifest zur Frage, wie kann gute Architektur entstehen, gelesen werden. Carola Bloch formulierte als Antwort drei Pflichten des Architekten und natürlich auch der Architektin. Der Architekt muss erstens den kindlichen Maßstab wahren, das heißt die Räume von der Perspektive des Kindes im entsprechenden Alter sehen. Zweitens Rücksicht auf den pädagogischen und hygienischen Verlauf und diesen als Grundlage seiner architektonischen Konzeption nehmen. Drittens den funktionellen Ablauf mit schöner Gestaltung koordinieren und nicht den Schwierigkeiten aus dem Wege gehen, indem er zum Beispiel aus rein architektonischen Gründen Räume für 60 statt 30 Kinder von einem Gang aus erschließt. Siehe Kindergärten des Magistrats von Groß-Berlin, wie sie spitz bemerkt. Carola Bloch dachte immer vom Ende her. Die Nutzerinnen und Nutzer eines Gebäudes, in diesem Fall die Kinder, aber auch das Betreuungspersonal, sollten sich in dem Gebäude wohlfühlen und gute Lebens- und Arbeitsbedingungen haben. Die Menschen, die ein Gebäude nutzten, standen bei Carola Blochs Planung im Mittelpunkt und nicht, wie schon mehrfach erwähnt, ihre eigene Selbstverwirklichung als Architektin. Die geplante Nutzung und der Zweck des Gebäudes sollten nach ihrer Meinung den architektonischen Entwurf bestimmen. Aber nur zusammen mit einer schönen Gestaltung werde daraus dann gute Architektur.
Dies sei kein einfacher Weg, sondern erfordere harte Arbeit und die Überwindung von Schwierigkeiten. Carola Bloch sprach in diesem Text zwar vom Bau von Kindereinrichtungen. Ihre dabei gemachten Aussagen gingen freilich darüber hinaus. Die von ihr beschriebene Entwurfshaltung zeigte sie während ihres gesamten architektonischen Weges. Beginnend im Seminar bei Bruno Taut über die Planung beim Wochenendhaus für die Prager Familie in der Hohen Tatra bis hin zum Bau des Sommerhauses für Harry Slochauer. Dass ihrer Ansicht nach diesen von ihr genannten Pflichten in der DDR und wahrscheinlich überall nicht immer Genüge getan wurde, aber auch, dass ihre Forderungen keine wohlfeilen Worte waren, machte sie klar, indem sie konkrete Kritik übte, wohl wissend, dass diese viele Berufskollegen und Kolleginnen lesen würden. Interessant ist zudem, dass ihre Vorgesetzten und die anderen beteiligten Stellen der Veröffentlichung des Textes in dieser Form zugestimmt haben. Das zeigt, dass sie als fachliche Autorität wahrgenommen und akzeptiert wurde, aber auch, dass man in Carola Blochs Arbeitsumfeld bezüglich ihrer Kritik anscheinend mit ihr einer Meinung war. Die gebauten Kindereinrichtungen in Berlin waren ihr dabei ein besonderer Dorn im Auge. Im dritten Punkt der Pflichten kritisierte sie Kindergärten in Berlin, im weiteren Text dann beispielsweise die zu niedrigen Terrassengeländer im Kindergarten Auerstraße. Auch ihre Aussagen zu hässlichen, sichtbaren Installationsleitungen bezogen sich auf Berliner Beispiele, genauso wie folgende Textstelle. Die ästhetische Behandlung des Gebäudes sollte sich nicht nur auf die Fassade und die Innenarchitektur der repräsentativen Räume erstrecken, sondern auch auf die Einrichtung der Nebenräume. Das Kleinkind befindet sich sehr oft in den Nebenräumen, die eine größere Rolle im Tagesablauf des Kleinkindes spielen als zum Beispiel die entsprechenden Räume in den Schulen. Hier waren gleichzeitig zwei Vorwürfe enthalten. Zum einen auf die buchstäbliche Oberflächlichkeit des Architekturstils der nationalen Bautradition, zum anderen eine Kritik an der konzeptionellen Ahnungslosigkeit ihrer Berliner Kollegen beim Bau von Kindereinrichtungen. Dieses fehlende Wissen für konzeptionelle und funktionelle Zusammenhänge bemängelte sie auch noch bei einem architektonisch schönen, aber im täglichen Gebrauch unpraktischen Gruppenraum in einem Kindergarten in Karl-Marx-Stadt. Und bei oft verwendeten Brausearmaturen, über die sie Folgendes schrieb. In sehr vielen Kinderkrippen werden Brausen für Krabbelkinder vorgesehen. In den meisten Fällen sind das normale Standbrausen mit Brausekopf in 2 Meter Höhe und Brausebecken auf dem Fußboden. Es ist für die Schwester unmöglich, ein Kleinstkind unter einer solchen Brause zu waschen, es sei denn, sie kleidet sich in Ölzeug. Diese Brauseanlagen stehen in allen Kinderkrippen unbenutzt. Auch in Fragen der Außenraumgestaltung fand sie klare Worte. In der Sowjetunion wird besonders großer Wert auf den Aufenthalt im Freien gelegt, das sogenannte Luftregime. Leider ist bei uns in der DDR die Frage der Grünplanung noch sehr vernachlässigt. Und wir haben bis heute kein Beispiel einer vorbildhaften Freiflächenanlage, obwohl die Deutsche Bauakademie in ihrer Abteilung Grünplanung bereits ausgezeichnete Pläne dafür erarbeitet hat. Und auch ein unauffälliger Nebensatz wie aus wirtschaftlichen Gründen können wir uns für Kindergärten keine besonderen Schlafräume leisten, zeigt, dass Carola Bloch mit den Bedingungen in der DDR nicht immer zufrieden war. Ein weiteres Betätigungsfeld für Carola Bloch in der DDR waren Fragen der Produktgestaltung von Bekleidung, Haushaltswaren und Möbeln sowie das Thema der Wohnungseinrichtung im Allgemeinen. Sie hielt dazu Vorträge vor Fach- und Laienpublikum und schrieb Zeitungsartikel. Öffentlicher Höhepunkt in dieser Tätigkeit war ihr Auftritt in der Fernsehsendung »Du und dein Heim« am 24. Januar 1957, bei dem sie über neue Möbel und zeitgemäße Wohnkultur sprach. Es waren weitere Auftritte im Fernsehen geplant, dazu kam es aber nicht. Denn Carola Blochs beruflicher Erfolg und die Anerkennung ihres Tuns endeten abrupt. Die Einschränkung ihrer Arbeit hatte 3 Gründe. Zum einen geriet die Anhängerin des neuen Bauens und des Bauhauses immer mehr in Konflikt mit der offiziellen nationalen Baukultur. Zum anderen
solidarisierte sich Carola Bloch mit den oppositionellen Arbeiteraufständen in Polen und warf der SED, Zitat, roten Faschismus vor. Drittens wirkte sich die Konfrontation Ernst Blochs mit der SED auf sie aus. Als Ernst Bloch 1957 mit der Staatsführung der DDR in Konflikt geriet und man ihn an der Uni Leipzig zwangsemeritierte, wurde Carola Blochs Mitarbeit in der Deutschen Bauakademie ebenfalls beendet. Die nachfolgenden Jahre bis 1961 waren nicht nur bedrückend und unangenehm durch den Konflikt mit dem Staat und durch die geheimdienstliche Bespitzelung. Dass Carola Bloch nicht mehr als Architektin arbeiten durfte, belastete sie sehr. Auch wenn die letzten Jahre in der DDR schwer erträglich gewesen waren, hatte sie dort von 1950 bis 1957 doch in einer Art und Weise als Architektin arbeiten können wie niemals zuvor. Im Gegensatz zu all den Jahren im Exil konnte sie mit ihrer Arbeit und Expertise große und öffentliche Wirkung erzielen und sie war dabei nicht nur eine anonyme Bauzeichnerin in einem großen Ingenieur- und Architekturbüro wie in den USA, sondern sie war eine angesehene und wertgeschätzte Architektin, auf deren Worte und Ideen gehört wurde. Sie selbst formulierte es einmal so: Ich kann sagen, dass ich mitgeholfen habe, die DDR zu gründen. Auf vielen Versammlungen trat ich auf und sprach. Ich habe als Architektin dort gearbeitet. Umso schlimmer empfand sie daher ihren Ausschluss aus der Deutschen Bauakademie und dass sie in den Jahren zwischen 1957 und 1961 gezwungenermaßen nicht mehr als Architektin arbeiten konnte. Zwischen 1957 und 1961 arbeitete sie daher nur als Publizistin. In der DDR-Designzeitschrift Form und Zweck konnte sie die Aufsätze Formgestaltung der Küche und zeitgemäße Haushaltsgeräte veröffentlichen. Sie schrieb die Kapitel Vom Bauen und Zweckmäßige Küche für die Enzyklopädie Die Frau, die 1961 erschien. In der ersten Auflage war Carola Bloch noch als Autorin vermerkt, in allen folgenden Auflagen nicht mehr. Eine Publikation zur Geschichte der Küche konnte sie nicht fertigstellen, da die Blochs 1961 die DDR verließen. Wie sehr Carola Bloch der Bruch mit der DDR 1957 und ihre Kaltstellung als Architektin getroffen hat, zeigt ein Brief, den sie im Januar 1961 an ihre Freundin Luise Seitz geschrieben hat. Der im Brief erwähnte Gustl ist der Bildhauer und Maler Gustav Seitz. Deine Karte hat mich sehr deprimiert. Nicht nur, weil ich meinen lieben, verehrten Freund Gustl verletzt habe. Ich komme mir vor wie ein Mensch, dem eine schenkende Hand gereicht wird, der aber übersieht sie. Und das bin ich, die ich so dankbar bin, jedem Menschen, der begnadet ist, uns Schönheit und Geist zu geben. Aber nicht nur dieser Schmerz ist bitter, sondern dieses letzte Ereignis ist ein Glied in der Kette ähnlicher, wenn auch nicht so krasser Fälle, wo in meinem Bewusstsein und Gedächtnis ein völliges Loch entsteht. Ernst und Jan mokieren sich gutmütig über mich, wenn sie was merken, aber sie merken nicht, wie oft das ist. Ich bin deshalb oft entmutigt und habe das Gefühl, dass ich eine große, zusammenhängende Arbeit gar nicht mehr ausführen könnte. Das Bild, das Gustl mir schickte, habe ich nicht gesehen, weiß überhaupt nicht, was damit geschah. Völlige Finsternis in mir. Und doch ist Gustl sicher, dass er das Bild schickte. Du bist der erste Mensch, mit dem ich mich ausspreche. Denn Ernst will ich damit nicht belasten. Aber ich leide an starken Depressionen, die ich mit einem unglaublichen Energieaufwand verstecke, um dann umso mehr zu leiden, wenn ich allein bin. Die schrecklichen seelischen Erschütterungen vor 4 Jahren haben das Gesunde, Positive und Aktive in mir zerstört. Seltsamerweise ist der Zustand ein Prozess, der durch die Zeit nicht besser wird. Im Gegenteil, unter der äußeren, scheinbar heilen Oberfläche gärt es immer weiter. Mein Zustand wäre unerträglich, wenn ich nicht Ernst hätte.
Er ist mein einziger Halt im Leben, meine einzige Heimat. Denn sonst fühle ich mich ebenso völlig heimatlos. Auf Reisen ist das viel besser, weil man im fernen Land keine Heimat sucht. Israel und Griechenland waren so herrlich, man konnte dort so völlig in der Vergangenheit untertauchen. Und hier verkrieche ich mich in unserem Haus, lebe für Ernst und Jan, alles Schöpferische und Tätige in mir versiegt. Wahrscheinlich ist solches Leben mir nicht adäquat. Du verstehst es so viel besser, in Liebe aufzugehen, dich selbst, deine eigenen Liebe und Pläne zu verschmerzen. Du besitzt eine so weise Güte. Diese Zustände der Leere, der Finsternis stehen mit der Depression in Verbindung. Es ist ein sich ausschalten wollen, falls ich das richtig deute. Auch die eventuelle Reise nach Tübingen, die im Frühling steigen soll, ist nicht nur ein Lichtpunkt. Denn dort werden viele Probleme wieder aufgeworfen, viele Fragen gestellt, die so schwer zu beantworten sind und die ich lieber ruhen lassen möchte. So siehst du mich, Luischen, von einer ganz anderen Seite. Aber es hat mich beinahe etwas erleichtert, mich aussprechen zu können. Die Zeit in der DDR endete für die Blochs wenige Monate danach. Auf einer Reise im Westen erfuhren sie von dem Mauerbau in Berlin. Dies erschütterte sie sehr. Sie beschlossen, im Westen zu bleiben. Sie ließen sich in Tübingen nieder. Dort hat Carola Bloch nie mehr als Architektin gearbeitet. Für diese Tatsache, dass sie nie mehr als Architektin gearbeitet hat, nennt Carola Bloch im Rückblick folgende Gründe. Als wir hierher kamen, habe ich aufgehört, weil ich erstens nicht wusste, welche Chancen sich mir als Architektin in Tübingen öffnen. Zweitens brauchte mich der Ernst hier mehr als vorher. Er hatte keine Sekretärin. Ich musste für ihn die ganze Post erledigen und alles, was die Organisation der Vorträge betraf. Es haben sich sehr viele Leute und Medien gemeldet. Diese Form der Publicity, der Öffentlichkeit, die sich natürlich gebildet hat, weil Bloch als einer, der aus der DDR hierher kam und schon einen Namen als Philosoph hatte, anziehend war. Ich habe meinen Mann auf seinen Reisen begleitet, wir waren ziemlich viel weg. Und da bin ich in eine ganz andere Rolle gekommen. Und diese Rolle gefiel ihr nicht besonders gut. Ja, das Leben, das ich in der Immigration und in der DDR geführt habe, passte schon viel besser zu mir als das Leben und meine Rolle hier in der Bundesrepublik. Nicht mehr als Architektin zu arbeiten, war für sie somit ein gravierender lebensgeschichtlicher Bruch, den sie so beschrieb. Leute, die mich in der DDR oder in Amerika oder sonst wo kannten, haben einen anderen Menschen erlebt als denjenigen in der Bundesrepublik. Weil ich hier doch mehr oder weniger ein Anhängsel von Ernst Bloch war. Früher war das nicht der Fall gewesen. Ich litt darunter, weil ich eben meinen Beruf gern habe. Es ist ja auch ein schöpferischer Beruf. Auf diese Weise wurde mir eine lebendige Ader aus meinem Leben durchschnitten. Weil sie nun zum ersten Mal nicht berufstätig war, fühlte sie sich, wie sie selbst sagt, unausgefüllt und untätig. Und an anderer Stelle sagt sie, das Leben mit Ernst war durch diese große Verbundenheit miteinander immer schön. Aber das war nicht der Schwerpunkt meines Wesens. Ein Teil meines Ichs war nicht da in dieser Tübinger Zeit. Das berufliche Leben hat doch in meinem Leben eine ziemliche Rolle gespielt. Interessant an diesen Aussagen ist, dass Carola Bloch sich in den letzten Jahren in der DDR als aktive Architektin gesehen hat, obwohl ihr verwehrt wurde, als solche zu arbeiten und sie nur noch zu planerischen und gestalterischen Themen publizieren konnte. Erst in Tübingen sprach sie davon, dass sie aufgehört habe und nicht mehr berufstätig wäre. Aber obwohl sie nicht mehr berufstätig war, hatte sie immer alle Hände voll zu tun. Die Arbeit als Geschäftsführerin oder Managerin für ihren Mann, beispielsweise als Mittlerin zwischen Ernst Bloch und dem Surkamp Verlag sowie der Öffentlichkeit, nahm sie sehr in Beschlag. Vor allem, da Ernst Bloch im Laufe der 1960er Jahre immer schlechter sah
und letztendlich sogar erblindete. Dies illustriert gut ein Brief, den sie am 6. Mai 1968 an Irene Henselmann schrieb. Liebe Isi, hier in Hamburg zu Besuch bei Seitzens habe ich mehr Zeit, einen Brief zu schreiben, als in Tübingen, wo ich rastlos zu tun habe. Ernst sieht nämlich seit einigen Monaten so schlecht, dass ich ihm alles vorlesen, die Korrekturen seiner Manuskripte lesen muss. Das macht neben der enormen Post, die ich sowieso schon immer allein bewältigen musste, sehr viel Arbeit. Du kannst dir also denken, dass von eigenem Beruf keine Rede sein kann. Ernst sagt, wir haben eine Architekturfirma zusammen, in der statt Architektur Philosophie gemacht wird. Und ich muss dir sagen, dass trotz der Traurigkeit, dass Ernst nicht mehr lesen kann, macht mir diese Firma viel Spaß, denn es ist schön, mit ihm zusammen zu arbeiten. Carola Bloch wurde wegen dieser Arbeit für ihren Mann kritisch beäugt. Aus der feministischen Bewegung in Tübingen wurde Carola Bloch kritisiert, dass sie, vor allem in der Zeit in den USA, alles getan habe, dass ihr Mann berühmt werden konnte, dass sie daher eigentlich keine emanzipierte Frau sei. Diese Anwürfe konterte Carola Bloch mit ganz pragmatischen Überlegungen. Man muss die Dinge nehmen, wie sie in Wirklichkeit waren, sagt sie. Also, wir sind, sagen wir, in New York, in einer ganz fremden Stadt, haben kein Geld. Ernst bekommt keinen Verleger, obwohl er sich sehr bemühte. Er hatte einige Sachen fertig, die gedruckt werden konnten, aber niemand biss an. Aber man muss ja essen, man muss ja wohnen, man braucht Geld. Ich konnte als Frau mit Beruf eher das Geld verdienen. Warum sollen wir dann hungern? Wegen der Auffassung einiger Frauen in Tübingen? Nein, dann nimmt die Frau die Geschicke in die Hand, sucht Arbeit und verdient Geld. Sollen wir hungern, nur damit ich als Frau nicht so belastet bin? Und weiter. Jedenfalls hatte ich absolut nicht das Gefühl, dass ich in dieser Zeit ausgebeutet wurde. Ich hatte meinen Beruf. Gelitten habe ich erst, als ich darin in der Bundesrepublik nicht mehr arbeitete. Auch wenn Carola Bloch nicht mehr als Architektin arbeitete, blieb sie doch der architektonischen Welt und ihren Entwicklungen verbunden. So engagierte sie sich beispielsweise im Rahmen der UIFA, der Internationalen Union der Architektinnen. Am Gründungstreffen der UIFA in Paris 1963 nahm Carola Bloch teil. Die UIFA sollte ein Gegengewicht zu den bisherigen männlich dominierten Berufsverbänden werden, um die Frauen in der Architektur zu unterstützen und die Belange aller Frauen im Bauwesen zu vertreten. Carola Bloch nahm auch an den UIFA-Tagungen 1969 in Monaco und 1984 in Berlin teil und unterhielt einen europaweiten Briefwechsel mit Architektinnen. Auf einem Arbeitstreffen der deutschen Sektion der UIFA hielt 1979 sie einen Vortrag, in dem sie ihr Leben als Architektin schilderte. Dabei wird sichtbar, dass für Carola Bloch die Arbeit als Architektin zu dieser Zeit schon nur noch Erinnerung war. Dies zeigte sich auch bei ihren Reisen in diesen Jahren, insbesondere nach dem Tod Ernst Blochs 1977, der sie sehr erschütterte. Eine große Reise in ihre architektonische Vergangenheit unternahm Carola Bloch zusammen mit ihrem Sohn Jan Robert 1979 in die USA. Sie nannte die Fahrt, angelehnt an das Buch von Marcel Proust, nun ausdrücklich »À la recherche du temps perdu«. Ihre Pläne beschrieb sie so: »Am 22. September fliege ich mit Jan in die USA, erst nach New York, dann nach New England. Schon am 23.09. wird in dem Haus von Professor Slochower, das ich für ihn 1939 gebaut habe, eine große Party gegeben. Auch dann in New England in einem anderen von mir gemachten Haus.« Nach ihrer Rückkehr schrieb sie: »Die weite Reise war anstrengend, aber es war schön, die alten Freunde wiederzusehen, die alten Stätten zu besichtigen. Spaß hat es mir auch gemacht, einzelne Häuser, die ich gebaut habe, wiederzusehen, die sehr schön sind und meine Bauherren nach wie vor beglücken. Natürlich war das auch mit Nostalgie verbunden, weil ich in dem Beruf aufgegeben habe.
Aber es war wichtiger, ernst beizustehen in der neuen, zuerst auch nicht leichten Zeit. In einem Brief an Jürgen Teller nach Leipzig, Jürgen Teller war der damalige Assistent an der Philosophischen Fakultät der Uni Leipzig in den 50er Jahren. In einem Brief an Jürgen Teller nach der Rückkehr beschrieb sie ihre Gefühle, die diese Reise in ihr ausgelöst hatten. Trotzdem es schön war, die alten Freunde und einige Häuser, die ich gebaut habe, wiederzusehen, war ich froh, wieder in Europa zu sein. USA ist kein Land für mich, obwohl die Menschen gutartig und freundlich sind. Ich verfolgte alte Spuren, sah ihn immer wieder, weinte manchmal, aber was hilft's? Er kommt nie wieder. Eine so große Reise wie die USA unternahm Carola Bloch danach nur noch einmal. 1983 machte sie Urlaub in Kuba. Anschließend führten sie ihre Fahrten nur noch an Ziele innerhalb Deutschlands oder ins benachbarte Ausland. 1985 fuhr sie beispielsweise mit ihrer sehr lieben Freundin, der Tübinger Malerin Ruth Eitler, nach Sils Maria ins Engadin. In einem Zyklus von 4 Bildern malte Ruth Eitler Stationen dieser Reise. Diese Bilder können Sie da auch dann nachher nochmal anschauen. Die sind in dem Katalog, der dort hinten liegt, abgedruckt, wie auch das nächste Bild. Denn bereits 1976, ein Jahr vor Ernst Blochs Tod, hatte Ruth Eitler das Ehepaar Bloch gemalt. In dem Bild der 90-jährige Philosoph und seine Frau zeigte sie, wie sie die Beziehung zwischen Carola und Ernst Bloch wahrgenommen hat. Während in der Figur Ernst Blochs mit den gewählten kühlen Blautönen schon eine Vorahnung seines Todes und eine gewisse Transzendenz aufscheinen, ist Carola Bloch in warmen, freundlichen Gelb- und Rottönen gemalt. Sie legt ihrem Mann einen Arm um die Schulter und stützt ihn mit der anderen Hand. Sie hüllt ihn in einen warmen und bunten Kokon der Fürsorge. Während Ernst Bloch ausdruckslos und blind schaut, zeigt die Mimik Carola Blochs eine freundliche, liebevolle, aber auch leicht traurige Zugewandtheit zu ihrem Mann. Die Freundschaft mit Ruth Eitler war für Carola Bloch sehr wichtig. Leider starb Ruth Eitler 1989 mit nur 65 Jahren. Im Vorfeld dieser Lesung kamen wir in Kontakt mit Susan Nitsche, der Tochter von Ruth Eitler. Diese stellte uns Briefe von Carola Bloch an ihre Mutter und auch an die Seiten des Tagebuchs von Ruth Eitler, auf denen sie über die Reise ins Oberengadin berichtet, zur Verfügung. Diese Texte sind sehr berührend und zeigen die freundschaftliche Verbundenheit der beiden Frauen. In Carola Blochs Briefen kann man aber auch gut ihre seelische Verfassung in diesen Jahren sehen. Carola Bloch hat sich in Tübingen vor allem nach dem Tod ihres Mannes nie völlig heimisch gefühlt. Und das Schöpferische der Architektin in ihr fehlt ihr sehr. Wir hören nun einen Brief an Ruth Eitler vom 8. Oktober 1984. Meine liebe Ruth, wie sehr hat mich dein Brief gefreut. Du bist ganz glücklich, so wie ich es noch nie bei dir erfahren habe. Großartig. Und du malst viel, hast ja schon vom Fenster aus das Sujet. Lebst das Leben eines Künstlers durch nichts belastet. Da kommen Erinnerungen bei mir hoch, als ich noch schöpferisch war. In der Nacht bin ich manchmal aufgestanden, wenn ich einen guten Einfall hatte, setzte mich an mein Reißbrett und zeichnete, was in der Fantasie vorschwebte. Das waren schöne Zeiten, die über manchen Kummer hinweg trösteten. Die Erinnerungen werden jetzt stark auf mich einwirken, wenn ich übermorgen nach Berlin fliegen werde, zu dem Kongress der Frauenarchitektinnen. Zu der Organisation UIFA gehöre ich schon seit 1960 und besuchte einige Kongresse, die sehr interessant waren. Man traf Frauen aus der ganzen Welt, Japan, Kanada, USA und natürlich aus Europa. Viele polnische Kolleginnen habe ich da getroffen. Das war besonders schön. Aber in diesem Jahre werden Polinnen nicht kommen. Sie dürfen nicht ausreisen. Bin traurig deswegen. Heute schreibe ich nicht länger, muss noch vor der Abreise eine Menge Sachen erledigen. Ich umarme dich von Herzen und wünsche weitere beseelte Tage
Deine Carola. Wir kommen langsam zum Schluss. In den letzten Lebensjahren wurde Carola Blochs Bewegungsradius aufgrund ihres Alters zunehmend kleiner. Doch ihr gedanklicher Horizont war weiterhin weit. Und obwohl sie seit 1961 nicht mehr als Architektin gearbeitet hatte, hat sie sich in ihren Gedanken mit ihrer geliebten Architektur bis zu ihrem Lebensende beschäftigt. 1989 antwortete sie in einem Gespräch mit Welf Schröter auf die Frage, ob sie sich Gedanken über das Problem Zeit gemacht habe. Mit Ernst habe ich darüber gesprochen. Er verfasste einen Text über Zeittechnik. Ich selbst habe mich nicht so sehr damit beschäftigt. Von den Begriffen Raum und Zeit liegt mir der Raum näher. Als Architektin musste ich mich damit befassen. Dann sprach sie über die ihrer Meinung nach maßgeblichen Raumaspekte des architektonischen Entwerfens. Wenn du verschiedene Projekte entwerfen willst, sei es eine Schule oder ein Theater, kommt eben eher die Suche nach dem Raum. Das ist praktisch zu bewerkstelligen. Architektur ist eine Verbindung von Kunst oder Vorstellung und Funktion. Wie behandelt man ein Projekt als Raum, sodass es wirklich als Raum wirkt? Kein leichtes Problem. In Cambridge, USA, hatte ich in einem Architekturbüro den Auftrag bekommen, ein Theater zu entwerfen. Das fiel mir gar nicht so leicht. Wie werden sich Menschen in solch einem großen Raum fühlen? Es gibt ja Räume, in denen bist du nicht zu Hause. Das sind zum Teil irrationale Dinge. Aber plötzlich bist du von einem Raum nicht gefangen genommen. Darüber habe ich mich oft mit Kollegen unterhalten. Manchmal hast du einen Raum, ein Gebäude funktionell gelöst. Doch das Ästhetische bzw. die Vorstellung eines Raumes geraten ins Hintertreffen. Ein Raum kann funktionsmäßig völlig in Ordnung sein und dennoch nicht das Gefühl eines Raumes erfüllen. Ein Raum muss den Menschen einfangen, sodass er gar nicht das Bedürfnis hat, in einen anderen Raum zu gehen. Das ist das Geheimnis der Architektur. Ein guter Architekt schafft, dass der Raum funktionell, ästhetisch, psychologisch und menschlich gelöst ist. Viele Architekten überlegen sich das gar nicht. Hier zeigt sich erneut der umfassende Blick auf Architektur, den Carola Bloch zeitlebens in ihrer Arbeit verfolgt hat. Neben Funktion und Ästhetik muss Architektur vor allem dem Menschen dienen. Am 31. Juli 1994 starb Carola Bloch. Carola Bloch war eine außergewöhnliche Frau. Trotz aller Niederschläge, ihre Flucht vor der Verfolgung im Dritten Reich, ihr jahrelanges Exil in Europa und den USA, die Ermordung ihrer Familie durch die Nazis und die schmerzlichen Erfahrungen mit dem real existierenden Sozialismus machte sie immer weiter und sie gab nie auf. Ihr Schicksal steht dabei prototypisch für die leidvollen Erfahrungen vieler Menschen im 20. Jahrhundert, gleichzeitig aber auch für den Mut vieler Menschen, gegen Unrecht und Menschenfeindlichkeit aufzustehen. Als politische Frau ist sie bis heute für viele ein Vorbild. Für uns ist sie vor allem aber auch eine bemerkenswerte Architektin. Ihr gezwungenermaßen unstetes Leben ermöglichte es Carola Bloch nie, wirklich berufliche Wurzeln zu schlagen oder sich einen Namen zu machen. Immer wenn sie gerade begann, Fuß zu fassen, ging es schon wieder weiter an einen neuen Ort. Sie hatte klare ästhetische Vorstellungen und arbeitete immer sehr detailliert an der funktionellen Qualität ihrer Entwürfe. Aber sie behielt dabei immer die Menschen, die die Gebäude nutzen sollten, fest im Blick. Sie arbeitete nie von oben herab, sondern setzte sich immer mit den Wünschen und Bedürfnissen der Menschen auseinander. Ihr war das Projekt wichtig, nicht ihre persönliche Eitelkeit. Sehr sympathisch, wie ich finde. Carola Bloch war durch und durch Architektin, auch wenn ihr das Leben immer wieder Steine in den Weg legte oder sie manchmal andere Prioritäten setzen musste. Architektur war eine große Leidenschaft von ihr. Sie war glücklich, Architektin zu sein. Ich hoffe, wir konnten mit dieser Lesung zeigen, warum das Buch von Roland Behr und Claudia Lenz den Titel
denn ohne Arbeit kann man nicht leben, erhalten hat. Die Arbeit als Architektin war für Carola Bloch ein, wenn nicht der zentrale Lebensinhalt. Das Architektinsein machte sie stolz und zufrieden, ganz gemäß ihrem Wunsch, schöpferisch tätig zu werden. Wenn sie nicht als Architektin arbeiten konnte, fehlte ihr ein großer Teil ihrer Persönlichkeit. Carola Bloch war eben nicht nur politische Aktivistin oder nur die Ehefrau Ernst Blochs, als die sie oft wahrgenommen wurde und wird. Sie war vor allem eine Architektin. Vielen Dank.